Wir freuen uns sehr, dass mit Edgar Pripp, ein Spieler aus dem Kader, der heute auch mitgespielt hat, da ist. Eddie, jetzt hätten wir gern nach einem Sieg natürlich gequatscht. Jetzt hat es leider nicht ganz gereicht. Wo hast denn du heute die Gründe gesehen für die Niederlage? Ja, wir haben das Spiel eigentlich durch einfache Fehler einfach verloren. Das ist einfach so, das ist in der ersten Liga so, dass die Mannschaften einfach so stark sind, dass sie Fehler ausnutzen können, und da müssen wir einfach daraus lernen. Ich denke aber, dass wir in der ersten Halbzeit die erste halbe Stunde ordentlich gespielt haben. Wäre uns da ein Tor gelungen, wäre der Spielverlauf vielleicht anders gewesen, aber ja, so haben wir es dann Schalke leicht gemacht und das Spiel hergeschenkt. Man versucht ja immer dann, sich ein bisschen auch an den positiven Dingen festzuziehen und das herauszuziehen. Ist diese erste halbe Stunde so dieser positive Teil, aus dem man auch viel Positives mitnehmen kann? Ja, wir haben eigentlich in der ersten halben Stunde größtenteils das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, nämlich, dass wir Schalke vorne pressen und sie zu Fehlern zwingen und so den Ball erobern und nach vorne spielen können. Gut, wir haben vorne die Chancen dann ausgelassen, die wir hatten. Und daran müssen wir einfach arbeiten, dass wir jede Chance, die wir bekommen, nutzen und weniger Fehler auf dem Spielfeld machen. Man hat gemerkt, ihr seid rausgekommen, habt auch gleich mächtig Gas gegeben. Hat der Trainer sich eine entsprechende Ansprache auch einfallen lassen für euch, damit ihr dann von Anfang an hellwach seid? Ja, der Trainer im Allgemeinen kann er gut motivieren. Ich denke aber auch, jeder Spieler, der nicht motiviert ist, in der ersten Liga zu spielen, der hat einfach hier nichts verloren. Das steckt in einem drin, dass man da motiviert reingeht. Jetzt sind wir noch relativ neu in der Saison. 3 Spieltage haben wir mittlerweile absolviert. Momentan Platz 12 in der Tabelle. Wie lautet so dein Fazit nach diesen ersten 3 Spieltagen? Das ist natürlich ein Kurzzeitfazit, aber ist Fürth angekommen in der ersten Liga? Ja gut, den ersten Dreier haben wir eingefahren. Dass es gegen Bayern und Schalke nicht einfach wird, wussten wir vorher. Jedoch haben wir heute eine große Chance eigentlich liegen lassen, denn ich denke, Schalke hatte im Hinterkopf das Champions-League-Spiel dann unter der Woche. Und das wollten wir eigentlich heute ausnutzen. Ist uns leider nicht gelungen. Schauen wir doch ein bisschen nach vorne. Nächste Woche Samstag, 15.30 Uhr, das Spiel beim VfL Wolfsburg. Wenn ich jetzt auf die Tabelle schaue, die sind momentan 9., haben einen Punkt mehr als wir, nämlich 4 Punkte. Von dem her wäre es ja fast ein Spiel auf Augenhöhe. Aber ich glaube, wenn man sich so die Strukturen anschaut, dann ist da doch ein kleiner Unterschied zwischen Wolfsburg und Fürth, oder? Ja, finanziell und von der Infrastruktur her ist das nicht vergleichbar. Aber wir haben in Wolfsburg auch eine Chance, denn die Mannschaft ist nicht gefestigt, es sind viele Neuzugänge da. Im Fußball ist immer alles möglich und daran glauben wir, dass wir dort auch 3 Punkte holen können. Letzte Frage, wie lässt man jetzt nach so einem verlorenen Spiel den Abend ausklingen? Mit einer Spezi und zeitig ins Bett gehen. Alles klar. Vielen Dank, Edgar Pripp, dass du dir die Zeit genommen hast für den Meine VIP Talk. Allen Gästen in der Stechert VIP Lounge bieten wir jetzt natürlich auch noch an, kurz nach vorne zu kommen. Wir haben Autogrammkarten da, wir haben den Stift da und Edgar Pripp wird auch gerne noch die Autogrammwünsche erfüllen. Ansonsten wünschen wir einen schönen Abend und wir sehen uns dann beim nächsten Heimspiel wieder. Vielen Dank.